Hallo, ihr Lieben und ihr Hübschen da draußen. Ich wollte jetzt mal berichten, dass ich heute besser geschlafen habe als die letzten Tage. Ich habe halt schon geträumt. Trotz alledem habe ich halt kaum weniger Rückenschmerzen. Das liegt wohl an der Matratze, wie auch immer. Und dazu möchte ich einfach noch sagen, vielleicht mache ich jetzt auch mal, ich mache mal kurz was. Sieht das vielleicht besser aus, ne? Kann man was besser sehen, wenn die Gardine davor ist? Keine Ahnung. Wollte nur sagen, dass der ein oder andere auch weiß, dass ich halt die letzten Monate meine Ernährung von vegetarisch oder wie fleischlos auf vegan umgestellt habe und auch Smoothies, also mehr frische Sachen und überhaupt Obst halt und oder mal Spinat mit das eine oder andere Obst. Hier ist es halt weniger möglich und mir wurde auch nicht nur empfohlen, sondern die Damen und Herren der Ärzte hier möchten ausprobieren, dass ich sozusagen das eine oder andere Laktose, Fructose oder was weiß ich zu mir nehmen sollte. Oder wie auch immer, eigentlich, keine Ahnung. Es ist einfach überhaupt unmöglich, weil ich habe auch meiner Meinung nach weniger Lust darauf, mir jetzt noch mehr den Magen zu verunschönen. Weil ich hatte gestern was anderes gegessen, also eine Teil gegessen, was ich die ganzen letzten Monate, Wochen vermieden habe. Und heute Nacht, besser gesagt, heute Morgen hatte ich solche Magenprobleme und Magenschmerzen. Und am Morgen werde ich einfach hier nur das Mögliche, also alles nochmal ein bisschen anders, für die nächsten 4 Wochen ein bisschen anders essen, ein bisschen anders alles machen. Ich werde euch vielleicht das ein oder andere Mal darüber berichten, wie es mir damit geht und was ich gegessen habe. Auf jeden Fall das, was ich jetzt heute gegessen habe und die letzten Tage, das ist meiner Meinung nach einfach zu, ja, fast wie Packung, mach Dose auf, rein, fertig. Hier werden die Soßen genauso angemacht wie in meiner Zeit, meine Ausbildung und auch in der Zeit danach, wo es dann noch schlimmer wurde, dass man halt Dr. Oetker Puddingpulver nimmt und dann den Pudding in Milch anrührt und so. Das ist für mich weniger frische, ja, das ist, ne? Und es wird ja immer überall auf Gelder geschaut, ja. Auf Gelder, wie produziere ich das Lebensmittel oder das Gekochte oder das Gericht billiger, noch billiger und für die Patienten, Kunden, wie auch immer, ist es auch schon in Restaurants so, außer die haben halt die Frische auf, als Priorität hochgesetzt, dass sie halt auch auf Bio oder sonst was übergreifen. Aber in Kliniken, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen ist es halt weniger so. Und ich glaube, es schallt gerade aus der Toilette raus, ne? Keine Ahnung, ich kann jetzt das auch nicht ändern. Auf jeden Fall will ich das jetzt so machen. Alles andere, wie ich in den letzten, glaube ich, 2 oder auch gestern gesagt habe in einem Video, ich meine hier falsch zu sein, weil ich in meinen ganzen Tun und Machen in den letzten Monaten, wo ich für mich alles bearbeitet, verarbeitet, besser gesagt, das Ganze verbessert hat mit mein, also selber verbessert habe mit meinen Denkweisen, mit meinen positiven, negativen Einstellungen, mit meinen ja, Zielsetzen, Wünsche setzen, wie auch immer, dass ich hier fehl am Platz bin. Aber andererseits habe ich mir jetzt gesagt, seit gestern Abend habe ich mir den Gedanken darüber gemacht und heute Morgen bin ich damit aufgestanden und gesagt, habe mir selber gesagt, ich nehme das so an und nehme das ganze Projekt hier für die 4 Wochen als Kurs oder als Schulung und bin gespannt, ob ich den einen oder anderen Anstupser von den einen oder anderen, ich sag mal jetzt weniger vom Patienten bekomme, sondern eher von dem einen oder anderen Arzt, wobei ich sagen kann, muss, denke, dass ich halt die Sachen, die hier so durchgegangen werden, anders damit umgehe und anders darüber denke und das anders einschätze und auch die andere Möglichkeiten und Entscheidungen für diese Sachen gefällt habe und fälle. Entschuldigung. Und
ja, ich einfach jetzt mal so mit Spaß an der Freude daran gehe. Und ich nehme ja auch kleines Zettelchen mit, wenn mir dann mal was einfällt, was ich für mich wichtig finde, was ich noch bearbeiten möchte, was ich auch als Wort oder Thema nochmal bearbeiten möchte oder nochmal umdenken möchte, worüber ich dann auch das denke, ich dann auch dann ein Video drüber mache, aber erst wenn ich das dann so schriftlich und auch mit meinem Kopf sozusagen bearbeitet habe, was ich da denke, was für mich richtig ist und wieder wichtig, ne, und gut und ja, und ansonsten habe ich vor, hier an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade filme, an dem 9.10. sowas wie einen kleinen Gedenkaltar aufbauen. Ob wie und wann ich dann das Video dafür mache und das aufstelle. Ich werde es dann natürlich auch dann an den Tag oder nächsten Tag abbauen, weil es muss ja weniger eine Putzreinigungsfrau hier sehen oder sonst was. Aber für mich halt so, weil ich halt, weil es halt ein Jahr dann vorbei ist, also ein Jahr schon so lange her ist, dass sozusagen ich die erste Fehlgeburt hatte und ich habe mir dann halt gerade, nicht gerade, sondern seit gestern so den Gedanken gemacht. Ich habe halt so ein paar Sachen mitgenommen und das werde ich einfach filmen und werde es euch dann zeigen, was ich dann gemacht habe und wie es mir dabei ging oder wie es mir überhaupt dabei so geht. So. Aktuell hatte ich halt in der letzten gerade Sitzung, Gruppe, was weiß ich, eigentlich für mich Yoga gemacht, weil ich wirklich gedacht habe, ich kann auf keinen Stuhl gerade sitzen und auch auf keinen Gymnastikball, weil ich muss einfach was tun für mich. Und ich habe dann so eine kleine Übung gemacht, zwei, glaube ich, oder drei sogar, habe ein bisschen so dann da so gesessen, bin in mir gegangen und hatte dadurch, oder nicht dadurch, sondern dadurch ging einfach diese ein oder andere Schmerzen ein bisschen weniger, also waren eigentlich auch weg. Und das hat sich ehrlich gesagt besser angefühlt, als mir diese Themen von diesen anderen Damen und Herren und anzuhören und anzuschauen, ist ja auch ein bisschen anschauen dann, ne? Weil man ja in der Thematik oder in diesem Weg, den der eine oder andere gerade noch gehen möchte, kann, muss, so ein bisschen dann mitgeht, also als Begleiterin sozusagen. Ich finde, ich bin hier gerade sozusagen als Begleiterin da und halt mache so mäßig für mich so eine Schulung und schaue, via Wörter und Themen, was wirklich noch für mich zu bearbeiten ist oder verarbeiten oder zu verbessern, sage ich mal, was man verbessern kann und möchte. Und ja, ich bin mal gespannt und ich beende einfach jetzt das Video und berichte euch dann morgen wieder. Morgen habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, weil es ist ja Samstag und ich habe nur einen Termin. Und Sonntag ist eigentlich ganz viel Zeit. Und da werde ich dann auch das hier mitnehmen und schauen und hoffen, dass die Sonne scheint, so wie jetzt. Ein bisschen die Gegend erkunden hier, die Bäume erschauen, die Natur halt. Und vielleicht kann ich auch das eine oder andere Foto machen und das eine oder andere Video. Mal schauen, ich lasse mich einfach inspirieren, was halt so fließend ist und prickelnd wieder kommt. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende, viel Sonne und lasst es euch wirklich nur gut gehen. Ciao.